Hallo Gemeinde, heute gibt es, ja, was gibt es heute? Erstmal muss ich sagen, den ersten Tag, wo das in Portugal regnet, oder so leicht Nieselregen, sage ich jetzt mal. Wir haben bewölkt, haben aber dennoch 18 Grad. Aber trotzdem sitzt man hier irgendwie mit einem dicken Pullover draußen. Man ist das so gewöhnt. So, wenn ihr schon mal meinen Tisch gesehen habt, heute gibt es Riesengarnelen und normale Garnelen. Mal, seht ihr mal, was für ein Unterschied ist. Die kennt man wahrscheinlich auch in Deutschland überall. Das sind, wie gesagt, hier Riesengarnelen und Muscheln mache ich mit Zitrone, Knoblauch, Zwiebel und Tomaten. Das ist ja zum Beispiel was, wo ich immer sage, ich koche nicht nach Rezepten. Wir waren einkaufen und haben frische Muscheln gesehen und dann haben wir dann auch die Scampis gesehen und dann die großen Riesengarnelen. Und dann habe ich gesagt, Mensch, ich mache damit irgendwas. Ja, ich werde mal anfangen und dann werdet ihr mal sehen, wie ich das mache. Ja, schauen wir mal. Noch mehr Bein rein. Das muss richtig heiß sein. Muschel rein. Knoblauch. Pfeffer. Salz, jetzt dürfen sie aufgehen, und ein bisschen Wein, die Muscheln sind fertig, brauchen wir nicht lange, war nur 2-3 Minuten. Die Suppe, die hier ist, die habe ich gerade probiert. Die schmeckt also sehr gut. Darum werde ich die auch gleich verwenden. Jetzt nehmen wir noch mal ein bisschen Olivenöl. Und dann kommen die Karkassen rein. Ich zeige euch mal die Dinge gerade vorbereiten. Zeig ich mal die Dinge. Hallo. Das ist meine Inge. Hallo. So, mal wieder runter. So, das sind jetzt die Karkassen. Jetzt mache ich Tomatenmark mit rein. Wir haben, also hier in Portugal kriegt man ja keine Gemüsebrühe oder Rinderbrühe oder irgendeinen Fond kriegt man nicht. Und wir haben jetzt Tatsache ein Holländer gefunden, der, also der holländische Chef, der sowas hatte, aber leider nur Hühnerfond. Und ich muss da jetzt ein bisschen Flüssigkeit reinmachen. Ich möchte das jetzt nicht mit Wasser aufgießen oder so. Darum nehmen wir einfach ein bisschen, ja, wir nehmen Hühnerfond. Kippenfond ist das. Kippenfond. Jetzt
Das ist auch nur so ein Schluck. Wie gesagt, ich möchte es ungern mit Wasser machen. Schärfe. Gewürzsalz, der ist selbst gemacht aus Österreich von Freunde. Machen den mit ganz vielen Kräutern. Das kommt auch noch mit rein. Jetzt mache ich hier noch Garnelengewürz rein. Das ist von Onkel Schubeck. Mischung extra für Garnelen. So, das ist jetzt fertig. Jetzt. Hallo. Ich muss das jetzt mal ein bisschen schräg stellen, damit ich die Superfolie bekomme. Soll ich das mal halten? Ein bisschen kippen noch? Ja, das geht so. Noch mal reingemacht. Ich mache wieder Knoblauchzehen rein. So. Und drauf machen. Das heißt, es kommen die große Gammes hier rein. Ja, tu mal drauf machen bitte. Nehmen wir die mal um. Dann nehme ich die jetzt mal raus. Die wird Inge jetzt poolen. Und dann kommt sie noch mal in die Soße, weil die so ja auch kein Gewürz haben. So, jetzt wird das Gammes hier noch mal rein. So, jetzt machen wir die großen Gammes da rein, wenn ich sie kriege. Mehr Inge bestimmt noch mal. Das sind jetzt die großen Gambas. Jetzt würzen wir sie noch mit Salz. Jetzt füllen wir hier noch einmal. Kommt
Kesuchi rein, die wir schon gemacht haben. Oh, so eine Löffellänge, das ist hier. Viel zu schade, wenn das hier drinnen bleibt. Jetzt kommt die Butter mit rein. Tomaten mit rein. So. Für die Säure. Dazu gibt es jetzt nur ein Brot. Die Sud, die da drin ist, das ist der absolute Hammer. Glaub mir das, das ist der absolute Hammer. Deckel zu, wir räumen ein bisschen Tisch ab, schneiden noch ein bisschen Brot, machen das hier nochmal ein bisschen auf 1 und dann werden wir das essen. Sehr, sehr, sehr lecker, Leute. So, ich fange wieder an mit so, ne? Ihr merkt das. Ich muss meine Jacke jetzt hier zumachen. Ich habe noch Pupapier hier drin. Zack, weg. Nicht, weil ich friere, weil ich jetzt essen möchte. Oder? Gleich ist es kalt. Gleich ist es kalt. Ja, dann nimm dir doch was. So. Lecker geschützt. Oh, es dampft. Ja. Nimm dir, das ist der Grüßel. Nimm dir gerne den Grüßel. Oh, ich muss den Topf entweder Nägel haben. Nägel. Ich möchte ja gerne ein bisschen zutun. Mach ich gleich in die Mitte. So. Was fehlt mir denn noch? Eine gute Tomate. Zitrone, dann sieht das ein bisschen frisch aus. Ein bisschen Knobi. Ein Stückchen Brot. Und das mache ich wieder ein Foto von. Aber ich werde jetzt erstmal das Scrambled Egg probieren. Du kommst ja gar nicht ran, ne? Nee. Mein Koch kommt ja nicht ran. Warum wollte ich hier sitzen? Das hast du mit Absicht gemacht. Warte. Ja. Jetzt habe ich aber kein Brot mehr. Gib mir mal ein Brot. Ja, ein Brot noch. So, will ich auch toppen. Danke. Und? Das ist eben, was ich gesagt habe, ich mache nichts aufs Rezept oder mit Rezept. Ich
Ich mach einfach und meistens wird das dann nicht immer lecker, ne? Ja. Gut, Leute, dann werde ich mal reinhauen, nochmal ein Foto machen. Und bis zum nächsten Video. Ich hoffe, ihr liked das und vielleicht auch mal einen Kommentar geben. Wäre ja auch mal nett. Bis dann, Leute. Ahoi.